eine Bodenoffensive im Libanon. Nachdem bei israelischen Bombardements in den letzten Wochen schon über 1000 Menschen getötet wurden, marschieren israelische Truppen nun in den Libanon ein. Es scheint sich bisher nur um begrenzte Aktionen der IDF zu handeln, aber das werden wir in den nächsten Wochen sehen, wie es weitergeht. Ich habe hier mal einen Artikel der Berliner Morgenpost rausgesucht, aber fast alle Medien schreiben eigentlich das Gleiche zu dem Thema, da diese aktuellen Meldungen ja sowieso von großen Nachrichtenagenturen wie der dpa normalerweise kommen. Also ist es hier relativ egal, welche Zeitung ich jetzt rausgesucht hätte. Israel hat in der Nacht zu Dienstag eine Bodenoffensive gegen die Hezbollah-Miliz im Libanon gestartet. Wie die Armee über die Plattform X mitteilte, sollte es aber eine begrenzte Offensive im Süden des Landes sein, nahe der israelischen Nordgrenze. Ja, wie gesagt, ob das wirklich begrenzt ist, wie lange das anhält, das werden wir sehen. In der Erklärung heißt es, die IDF habe vor wenigen Stunden eine gezielte und begrenzte Bodenoperation im Gebiet des Südlibanons gegen terroristische Ziele und Infrastrukturen der Terrororganisation Hisbollah in einer Reihe von Dörfern nahe der Grenze begonnen, die eine unmittelbare und reale Bedrohung für israelische Siedlungen an der Nordgrenze darstellen. Als bei den israelischen Angriffen im letzten Jahr durchgängig mehr Zivilisten im Libanon getötet wurden, als libanesische Angriffe in Israel getötet haben und dass Israel den Libanon auch sehr viel zahlreicher angegriffen hat, das gesamte letzte Jahr über, als die Hisbollah Israel angegriffen hat, lassen wir jetzt mal weg, denn die Hisbollah sind Terroristen und damit böse. Die Operation habe begonnen auf Grundlage präziser Geheimdienstinformationen mit begrenzten, örtlich begrenzten und gezielten Bodenangriffen auf terroristische Ziele und Infrastruktur der Hisbollah im Libanon. Also das, die üblichen Allgemeinplätze. Wie gesagt, in den vergangenen Wochen sind schon ungefähr 1000 Menschen durch vor allem israelische Luftangriffe gestorben. Israel hat auch einen Terroranschlag auf Pager, die viele Hisbollah-Mitglieder bei sich trugen, durchgeführt. Dabei auch viele Menschen getötet. Also Israel hat auch viele hochrangige Spitzenfunktionäre der Hisbollah getötet, also dabei noch ganz viele Zivilisten mitgetroffen. Also Israel hat in Beirut ganze Häuserblocks eingeäschert und dabei entsprechend auch hochrangige Hisbollah-Funktionäre getroffen. Der Hisbollah-Chef Nasrallah wurde übrigens getötet, weil er sich geweigert hat, die Front im Libanon von der Front in Gaza zu trennen. Nasrallah hat einen Waffenstillstand in Gaza gefordert. Also wenn Israel bereit gewesen wäre, in Gaza Frieden zu schließen, dann wäre auch die Front im Libanon ruhig gewesen, dann hätte die Hisbollah nichts mehr getan. Aber das nur mal am Rande. Jetzt marschiert Israel in den Libanon ein eindeutig völkerrechtswidriges Vorgehen. Es hat jedes Waffenstillstandsangebot der Hisbollah abgelehnt. Es hat sogar die Hisbollah-Führung umgebracht, wie ich gerade gesehen habe. Und jetzt müsste man eigentlich erwarten, dass unsere Medien doch von einem völkerrechtswidrigen, barbarischen Angriffskrieg schreiben. Ich meine, er war ja 2022 auch so, als Russland eine Invasion in der Ukraine gestartet hat, dass dort überall von diesem schlimmen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg die Rede war. Schauen wir uns doch jetzt mal einfach an, was deutsche Medien zu dem israelischen Angriffskrieg im Libanon schreiben. Also ich schiebe mein Bild mal zur Seite, damit ihr das besser sehen könnt. Israel beginnt begrenzte Bodenoffensive. Israel marschiert im Libanon ein, Hisbollah kampfbereit. Israel bestätigt Einsatz von Bodentruppen im Libanon. Israels Bodenoffensive im Libanon, das ist die aktuelle Lage. Libanon, Israel informiert USA über begrenzte Operationen. Okay, hier ist ein Artikel von Telepolis, Terrorismus als Taktik, Israels riskantes Kalkül im Libanon. Der Artikel, das ist ein Hintergrundartikel, den hatte ich hier auch offen. Da geht es tatsächlich nicht in erster Linie um die aktuelle Bodeninvasion, sondern um die gesamte Taktik Israels. Israel intensiviert Attacken auf seine Feinde. Das ist ja ganz neu. Das ist ja eine ganz interessante Formulierung. Nach Razzien von Spezialeinheiten. Israels Bodenoffensive im Libanon steht nun unmittelbar bevor. Armee teilt mit, Israel startet Bodenoffensive. Also ihr merkt das Schema, Bild, Bayerischer Rundfunk, überall die gleiche Wortwahl. Überall ist einfach nur von Bodenoffensive die Rede. Wenn das Ganze Russland wäre und nicht Israel, dann würde hier überall völkerrechtswidriger Angriffskrieg stehen und manche würden noch von einem barbarischen, verbrecherischen Akt oder so sprechen, aber Israel nichts. Israel darf in andere Länder einmarschieren, Israel darf hunderte Zivilisten umbringen. Alles kein Problem, jedenfalls nicht für unsere Medien.
Ja, ich finde das auch mal wieder ein schönes Beispiel, um diese ganze Heuchelei, die in den westlichen Medien da allgegenwärtig ist, zu demonstrieren. Das könnte man beim Beginn jedes Krieges machen. Also schaut euch die Meldung zu Beginn des Irakkrieges an. Ihr werdet nirgendwo diese Sprachregelung völkerrechtswidriger Angriffskrieg finden, die ihr beim Russland-Ukraine-Konflikt 2022 sofort fandet. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und hoffen wir, dass dieser Krieg schnell wieder vorbei ist.